Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Mein Name ist der Allison Burger und ich begrüße euch recht herzlich hier. Jo, setz dich erstmal, Kollege. So, wir sind wieder in unserem Café Theatre und ich habe mir inzwischen schon mal den neuen Dolch geholt, weil, oder was heißt Dolch, ne? Wir haben uns wieder den Degen geholt, weil wir in der letzten Folge ja sozusagen dieses Training hatten zu dieser schweren Axtwaffe, wo wir gemerkt haben, bringt uns gar nichts. Und ja, das fand ich ein bisschen scheiße, ich bin ein Degenspieler. Ich kann hier drin gar nichts ziehen, merke ich gerade. Hier drin ist Frieden angesagt. Okay, so soll es sein. Wir begeben uns jetzt erstmal zu unserem nächsten Auftrag, da wir diese Folge nicht mit Rumgeplänkel anfangen wollen, sondern gehe hier runter. Wunderbar. So, wir wollen das Ganze hier halt nicht mit Rumgeplänkel anfangen, sondern wir gehen hier jetzt erstmal... Ah, ich bin hier schon wieder falsch, ne? Ah, hervorragend, hervorragend. Wir müssen dort hinten hin. Wir werden diese Folge nicht mit Rumgeplänkel, sondern gleich mal mit der Hauptstory-Mission anfangen. Ausnahmsweise mal. So, wir müssen hier rein. Was erwartet uns jetzt hinter diesem Ladebalken? Ah, noch nichts. Ich muss noch weiterhin folgen. Wie geht es dir, Arno? Danke, gut. Und dir? Ja, freut mich auch. So, wir müssen offensichtlich zum Rat gehen und erstmal Bericht erstatten, was wir denn so getan haben. Wir erinnern uns vielleicht zurück. Oh, oder auch nicht. So sonderlich gut lief das Attentat nicht, aber wir haben jemanden getötet. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thun. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Oh. So, okay. Drücken Sie, um den Phantomklinge auszuwählen. Haben Sie diese ausgerüstet, drücken Sie LB für den Reflexschuss. Halten Sie LB gedrückt, um zu zielen. Drücken Sie RT, um zu schießen. Wenn die Gegner Berserkerklingen getroffen, greifen Sie Ihre Verbündeten an. Neue Klinge halten Sie im Geschäft. Und, wer bist du? Du bist offensichtlich jemand, der mich nicht durchlassen möchte. Kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. So, hier hinten geht's auch noch irgendwo hin. Was sagt denn die Map gerade? Wie kann es sein, dass ich hier unten reingegangen bin und hier rauskomme? Irgendwie ja nicht so richtig. Gut, also wir haben jetzt eine neue Quest bekommen, auch wenn die Quest nicht ganz so aussieht, wie ich es gerne hätte. Gut, wir gucken einfach mal. Wir haben zwei Berserkerklingen und eine Phantomklinge. Die Phantomklinge scheint tödlich zu sein und die Berserkerklinge mit Gift. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Was wählen wir denn aus? Aber wir nehmen erstmal Berserker. So, und das war... Zielen. Genau, hier ist Zielen. Und dann kann ich da schießen. Ah, alles klar. Ich habe verstanden. Ah, Arno.
Hallo. Gut, wir gehen jetzt erstmal wieder hinaus. Ich hoffe, wir kommen hier auch raus. Auf ein Wort, Bruder. Ah, tut mir leid, ich kann leider keine Vierspielermission jetzt machen. Ich bin ja nur alleine da. So, gehen wir hier hoch. So, und dann checken wir mal gerade die Karte ab. Wir haben hier hinten noch Kisten. Was ist das jetzt hier für ein Symbol? Das kenne ich noch nicht. Ein Artefakt ist hier. Eine Nomad-Truhe. Unsere nächste Quest befindet die sich überhaupt noch hier, oder ist die... Oh mein Gott. Die ist ja super weit weg. Da muss ich ja mein bekanntes Gebiet verlassen. So, aber wenn wir das machen, dann sollten wir zumindest den Weg einmal aufdecken bis hier hinten. Das heißt, wir gucken, dass wir in dieses Gebiet hier reinkommen, den Adlernest mitnehmen, dass den Adler host. Und dass wir dann bis hier hinten durchkommen. Also wir müssen es jetzt erstmal hier durcharbeiten, bis wir da überhaupt hinkommen. Weil einfach so hinlatschen ist ja doof. Wir wollen ja schon noch ein bisschen was sehen von Paris und ein bisschen die Mission mitnehmen. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal diese Begleitmission an, die hier hinten ist. Oh, den Boten töten, ohne entdeckt zu werden. Ah, das ist der Bote. Jo. Lass mich mal hier hoch. Na, das war jetzt nicht der Plan. Scheiße, wie kann ich denn jetzt diese verkackte Klinge auswählen? LB, so, wenn ich jetzt LB drücke, muss ich jetzt RT drücken. Okay, wir haben schon verkackt. Okay, also offensichtlich... Okay, nochmal. Okay, fanden die offensichtlich nicht so lustig, haben mich dabei gesehen. Aber wir haben jetzt wenigstens gecheckt, wie das Ding funktioniert. Was ein Scheißdreck. So, aber in dem Bezirk hier muss ich 10 Sidequests abschließen. Boah, der hat mir sogar auch gut zugesetzt, der Affe. So, aber wir machen jetzt erstmal diese Begleitmission hier. Ich will wissen, was das ist, was die können. Ob wir dadurch... 1500 Franken. Liefere meine ich natürlich. Wie das Ziel töten, Extremist. Helft uns. Nee. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht da beitreten. Aber wo ist denn jetzt da? Töten. So, den Extremisten hier muss ich jetzt töten.
Das tat weh. Und dieser Klemme kann. Das war jetzt schon alles. Okay, das war jetzt noch nicht sehr es. Geh mal da hoch. Geh mal da ganz schnell hoch, bitte. So, das war jetzt schon die gesamte Begleitmission. Ich bin ein bisschen sprachlos heute, merke ich. Weil es irgendwie so easy gewesen ist. So. Das war sie schon. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Fast schon. So, dann begeben wir uns einfach mal in dieses Gebiet hier. Und ich habe keine Klingen mehr. Ich glaube, das ist das Gebiet da hinten. So, lasst uns noch mal gucken. Hier befindet sich eine Brücke. Dann werden wir uns mal in Richtung dieser Brücke begeben. Aber schon interessant, das hat mir jetzt 1500 gebracht. Ja, tatsächlich 1500. Das ist echt viel. Also es ist wirklich viel. Ich hätte es wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen leiser hinkriegen müssen. Weil da ist ja gleich richtig die Party abgegangen. Oh, warte, wir haben hier noch so ein Artefaktstückchen, ne? Das könnten wir uns eigentlich auch nochmal genauer angucken, was wir hier jetzt haben. Gut, wir haben offensichtlich da. Ich hab's, ich muss es einfach nur angucken. Okay, ich muss nichts damit machen, ich muss es einfach nur angucken. Oh, scheiße, voll in den Scheißhaufen getreten. Ist ja ekelhaft. Hier wird gesungen. Warum singen die Leute hier? Was gibt es zu feiern? Nicht darunter springen, du Affe. Oh, ich bin Arnu, ich muss über alles drüber rennen. So, ich habe jetzt Bock, hier mal alles niederzumetzeln. Stirb, und du auch. Oh, jetzt geben die mir aber auf die Fresse. Auf. So, und du Berserker auch hier. Zack. In your face. So, weil wir brauchen einfach mal ein bisschen Neues. Ja, wir brauchen Ausrüstung. So. Ihr habt für gewöhnlich immer was dabei. Gebt mir mal her. So, du lebst noch. Hast du Glück gehabt. Bist wahrscheinlich der einzige Überlebende hier. So, habt ihr nicht irgendwas für mich, was ich benutzen kann? Ja, Kirschbomben nehme ich ganz gerne mit. Seife auch. Verrottete Frucht. Alter, ihr seid vielleicht schäbig dran. Oh, was ist denn da unten? Die Rätsel lösen, um die Fragmente der Nostradamus-Scheibe zu erhalten. Oh. Ich fürchte, zwei Blätter, flankiert von Justiz und Gesetz. Ich schlage wahr und gerecht Stund um Stund für Monarchen und Bauern gleichermaßen. Es geht auf jeden Fall. Ich glaube, es geht dafür hierhin. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Ich bin interessiert. Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vedok. Überleg doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren.
Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch wieder. Wir akzeptieren und verfolgen das Ganze mal nach. So, Datenbankeintrag mal weg da. All eure Entdeckungen werden in einer Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um euch zu überblicken. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Fallakteneintrag. Wo finden wird man sowas? So, jetzt habe ich mit dir gequakt hier, aber nichts ist passiert irgendwie so richtig. Ach, die Leiche untersuchen. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Die Leiche untersuchen. Jo, dann untersuchen wir jetzt einfach mal die Leiche. Ist das etwa in Notre Dame, was wir schon selbstständig gemacht haben, oder was? Oh nee, das geht in die andere Richtung, die wir noch nicht erkundet haben. Ah, wir könnten mal ein bisschen Leben aufstocken. Einen Moment. Ich bin dabei. Den krieg ich. Den Schlawiner. Hab ich ihn. So, wir mussten ja nur rammen. Haben wir wahrscheinlich seinen Kram abgezockt und die Frau kriegt das nie wieder. Also sind wir quasi der Dieb vom Dieb. Ich würde sagen, das haben wir gar nicht mal so schlecht gelöst. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich meine, wir wollten eigentlich die Hauptquest machen. Das ist ja soweit richtig. Aber auf dem Weg dahin nehmen wir ein paar interessante Dinge halt schon mal mit. Weil hier sind halt auch irgendwie so, es ist zwar auch nur alles ein bisschen Side-Story-mäßig. Aber für gewöhnlich ist es bei Assassin's Creed so, umso besser wir die Side-Story oder beziehungsweise das ganze Side-Gedöns hier abschließen, desto einfacher ist am Ende sozusagen dann die Hauptquest. Man könnte quasi schon sagen, am Ende wird das Finale dann einem schon geschenkt ein bisschen. Zumindest war es in den bisherigen Teilen so, dass wenn du am Ende dann schon mega die gute Ausrüstung hast, weil du halt auch viel dich mit der Side-Story ausgesetzt hast, So, ihr zwei macht mir jetzt erstmal keine Schwierigkeiten. Ah, ich dachte, hier wäre Side-Quest. Egal. So, ja, so ein paar Rotwesten oder wie die auch immer mal hießen, ja, die kann man ja mitnehmen. Ich muss ja irgendwie da reinkommen. Wie komme ich denn da rein? Ah, da ist eine Tür. Bonjour, Mademoiselle. Guten Tag. Oh ja, hier ist wirklich jemand gestorben. Hier steht jemand ganz in schwarz. So einer schwarzen Kutte. Oh la la. Schauen Sie sich den remiösen Mordfall im Fallaktenmenü genauer an. Datenbank öffnen. Charakteranpassung, gemeinsam spielen. Habe ich überhaupt den richtigen Knopf gedrückt? Nein, ich habe nicht mal den richtigen Knopf gedrückt. Aber wie kriege ich denn meine Fallakte? Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Wir untersuchen jetzt definitiv erstmal die Leiche. Ah, der Priester ist hier. Die Leute scheint das alles nicht zu jucken, die schlafen weiter. Oh, der Tote.
Ein toter Mönch, Bruder Jean, stranguliert mit einem Rosenkranz. Na sowas. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Was? Drück, um das Adlerauge zu aktivieren und Hinweise zu finden. Okay, wir müssen da unten Hinweise suchen. Also gut, wir haben jetzt herausgefunden, der Mönch wurde stranguliert mit einem Rosenkranz und ist dann offensichtlich nach hinten hinausgekippt auf seinen Stuhl. So, was haben wir hier? Ich betrete eine Untersuchungszone. Ah, der da hinten könnte mir einen Hinweis geben. Dann sprechen wir mal mit dem Zeugen. Es ist so viel geschehen. Hier ist der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Okay, das war ja schon mal gar nicht so ein schlechter... Ach Gott, jetzt muss ich die Leute auch noch beschuldigen, die hier rumstehen. Okay, wir brauchen definitiv mehr Hinweise und dort oben gibt es eine ganze Menge. Gucken wir uns doch erstmal die Truhe hier an. Persönliche Gegenstände. Beachtenswert ist ein riesiges Buch voll mit faszinierenden Vierzeilern. Die Prophezeiungen des Nostradamus. Das ist ein Hinweis, bringt mir aber nicht viel. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Ach Gott, die sind ja mehrere tot. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Okay, er wird schon mal nicht gewesen sein. Oh, hier liegt noch was. Was ist das hier? Interagieren. So, jetzt machen wir das Overlay da weg. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen, ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor der Eintrag ist unvollständig. Okay, also er hat definitiv die anderen hier getötet. Und kann ich ihn noch untersuchen? Nee, die habe ich ja schon untersucht. So, er ist definitiv schuld an all dem hier. Er hat ja ältere Mönche tot in seinem Bett liegen. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Okay. Mach weg. Ein älterer Mönch tot in seinem Bett liegen. Okay. Das heißt, wir haben hier oben drei Tote. Den da müssen wir noch befragen. Verdächtig ist, wir haben hier 1, 2, 3, 4 leere Betten. Okay, das ist jetzt nicht so verdächtig. Haben wir hier noch irgendetwas? Ah, da haben wir noch eine Kiste. Ah, Klostereigentum von Bruder Jean. Persönliche Gegenstände. Außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Von sieben Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die zwei werden vom Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Nostradamus. Okay, also da hinten ist das Buch Nostradamus. Hier ist eine Seite davon. Also nochmal lesen. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Also wir haben offensichtlich 7 Mönche gehabt. Werden sie auf 3 reduziert. Das heißt, es hätten 4 sterben müssen. 1, 2, 3. Es sind aber nur 3 tot. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die zwei werden vom Brudermord. Warte mal. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die zwei werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Ich verstehe nur so halb. Herr im Himmel. Bruder Stanislas. Bernard. Und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. 3 Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank.
Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Oh, da vorne sind noch Hinweise. Die gucken wir uns mal an. So, das heißt, ihn könnte ich jetzt beschuldigen, aber offen, ich glaube nicht, dass irgendetwas auf ihn hindeutet. Wir haben auch noch ein paar Sachen hier. So, wir fragen erstmal ihn hier. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Ein Mönch, der hier ein Feuer gemacht hat? Dann gucken wir uns das Feuer doch mal glatt an. Ein teilweise verbranntes Tagebuch vergiftet den Wein im Fass, doch ich schenke ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. O verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen je in Honores Besitz gelangten. Er ist verrückt und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben. Doch ich bin... Das bringt mir jetzt alles nicht so viel weiter, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte. So, das hier ist der Weingarten des Klosters. Da hinten ist noch ein Mönch. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Ich verstehe schon. Jetzt müssen wir noch den dritten Mönch finden und dann können wir einen von diesen beschuldigen. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Er ist es gewesen. Er war es doch mit. Er war es mit Sicherheit. Okay, der Mönch da unten am Feuer, der hat keine Ahnung. Der hat nur gesehen, wenn man den Aussagen glauben darf, der da vorne hat gesehen, dass irgendjemand hergegangen ist und hat dort. Ja, er hat auf jeden Fall nur das Beobachtete nochmal beschrieben. Er hat dann quasi gemeint, dass Bruder Jean und er, weil er muss ja der Montebutebab, der andere Typ da sein, ne? Dass die sich offensichtlich sehr nahe standen. So, und er hier macht irgendwie nur Faxen, also beschuldigen wir ihn. So, zack, bumm. Gucken wir mal. Wie kann ich ihn denn jetzt beschuldigen? Ach, das steht es ja. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen den Verschwörern, verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Ich habe den richtigen erwischt. Glaube ich zumindest. Also so wie sein, also... Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Mit Laparin sprechen. So, wir haben den Mordfall aufgedeckt. Er ist auch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Ehren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Was? Nur 125? Das war ganz schön der Geizkragen. Ich habe einen Holzhammer bekommen. Nichts, hm? Das habe ich mir gedacht. Ich habe einen Holzhammer bekommen. Na ja, gut, wir sollen ja nicht ganz undankbar sein. Gut, Holzhammer, check. Wir sind aktuell da. Und ich würde noch ganz gerne hier hin. Dass wir hier dieses,
Moment mal, das war ja jetzt offensichtlich auch die Quest für das Artefakt, dass wir halt, aber das hat mich nicht weitergebracht, nicht wirklich. Aber vielleicht brauchen wir den Holzhammer irgendwann nochmal so. Kann das sein? Auch unwahrscheinlich eigentlich. Aber wofür war die Quest dann jetzt im letztendlichen gut? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Jo, und hier ist halt wirklich der wütende Mob und wir müssen da ganz hoch. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal erst rüber. Oh. Und Leute, die sich offensichtlich nicht zu benehmen wissen, die werden halt einfach abgemurkst. Ich verstehe schon. Französische Revolution. So, bringet mich hier rüber auf die andere Straßenseite. Wenn wir das Gebiet freigeschaltet haben, gucken wir noch einmal, ob die Kiste, die dort irgendwo noch versteckt sein soll, ob die noch was für uns ist. So, kann ich hier an diesen Kirchenfenstern hoch? Ich finde es ja interessant, dass hier eine Kirche ist. Ja, da haltet, kann er sich fest. Ja, da kann er sich so medium gut festhalten. Wirklich machen tut er nicht, aber es funktioniert irgendwie. Ich finde es sehr bewundernswert, wie er hier einfach so mit einer Leichtigkeit hochklettert. Aber das hier ist auch eine schöne Kirche, muss ich feststellen. Also die gefällt mir auch. Die hat einen interessanten Stil, könnte man sagen. So müssen wir nach ganz oben. Ja, wahrscheinlich, wir müssen eigentlich immer nach fast ganz oben. Okay, das Ding könnte höher als Notre Dame sein. Da hinten ist Notre Dame. Oh, das ist schwer zu sagen. Könnte gleich hoch sein. Aber wir genießen nochmal den Ausblick, weil der ist echt phänomenal. Ich habe die Kiste gefunden, zu der wir hinwollen. Ach, an der Kirche waren wir auch schon mal da. Da hatten wir schon mal unsere Quest, wo wir... Ist das nicht die Kirche, wo wir den... Ach, das müsste die Kirche gewesen sein, wo wir hier, ne? Dings gefunden haben. Also wo wir dann mit unserem Schlüssel den ersten Sprung gemacht haben. So, ich wollte jetzt eigentlich erstmal nur hier runter. Ja doch, das ist die Kirche. So, ich wollte eigentlich erstmal nur hier runter, weil ich wollte nicht den ganzen Kirchturm runterkraxeln. Das ist ein bisschen mühselig. So, weil ich habe gesehen, hier ist die Kiste. So, und die nehmen wir natürlich noch fix mit. Weil 100 Franken sind 100 Franken. Oh, wir haben ein neues Symbol. Geh mal rauf. Helixriss. Daten aus den Straßen der Paris spät 1900 sammeln. Belle Epoque Training. Ah, okay. Bellec heißt es, glaube ich, wirklich. So, das hier ist... Nicht renovierter Gesellschaftsclub. Interessant. Das müssen wir uns auch noch angucken. Weil umso mehr wir Einnahmen haben... Ich komme hier nicht runter. Verdammt nochmal. Jetzt sagt mir bitte, dass wir hier irgendwo einen Heuwagen haben. Okay, auf der Seite haben wir schon mal keinen. Okay, dann müssen wir jetzt aufwendig alles herunterklettern. Aber nicht so! Nicht so! Das war jetzt nicht der Plan. Könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen, wollte es nur nochmal gesagt haben. So, hat mich das jetzt irgendwas gekostet? Ah, Zeit und Nerven. Aber wir sind unten. War trotzdem nicht der Plan. So, hier sind drei Schläger. Oh nein, das hast du mich bitte nicht gesehen. Kann
Kann ich hier mit irgendwas anfangen? Ah, jetzt. Ich musste einfach nur den Kram verlieren. Renovieren für 500. Sind Sie sicher, dass Sie das Café renovieren möchten? Ja, möchte ich sogar. So, dieser Gesellschaftsclub gehört jetzt mir. Jawohl, hier ist schöne Stimmung. Okay. Jetzt muss ich mich mal umgucken. Der Gesellschaftsclub ist sehr, sehr viel kleiner als der alte. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach oben. Clubprofil. Club erstellen oder beitreten. Nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir nachher auch noch bestimmt irgendwann mal. Ah, hier kann ich mich anpassen. Wunderbar. Ich will aber gerade einfach mal gucken, ob hier auch irgendwo diese Kiste steht oder ob das Geld nicht einfach zu mir ins Headquarter gebracht wird. Die vier Hauptmänner eliminieren, die in der Brücke der Ile de la Cite einen Brückenzoll verlangen. Okay, können wir machen. Dann haben wir hier den Brief stehlen, der eine gewalttätige Bande von der Justiz schützt. Okay. Eine Tour haben wir hier immer noch nicht. Hier auch nicht. Da nicht. Aber wir können hier noch weiter nach oben. Deswegen gucken wir hier einfach mal, was wir hier noch haben. Was machst du hier? Interessant. Aber hier oben scheint nichts weiter zu sein. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Also wirklich completo tutti nothing. So, und die Kiste, mit der ich normalerweise meinen Loot bekomme, die sieht man auch. Aber hier ist nichts. So, deswegen gehen wir einfach nochmal nach unten. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Hier können wir nichts machen. Club erstellen oder beitreten. Eigentlich bin ich ja gerade schon geneigt, das einfach mal auszuprobieren, was dann passiert. So, gucken wir uns nochmal das hier unten an. Ne? Wir haben hier nichts. Hier nichts. Hier hinten haben wir die. Den Ausschank haben wir hier hinten. Aber hier kann ich auch nichts irgendwie machen. Entschuldigung, wollte ich nicht bei deiner Arbeit stören. So, und offensichtlich sieht es ganz aus, als ob ich diesen Club hier nicht weiter aufmotzen könnte. Dass der quasi schon seine Endform erreicht hat. Renovierter Gesellschaftsclub. Café Theatre. So, das heißt, das hier müsste jetzt einfach nur irgendwie eine, ist es vielleicht einfach nur eine weitere Einnahmequelle für mich jetzt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, yo. Dass der das noch gesehen hat, ich habe erst gedacht, der checkt das gar nicht. Was? Okay, die Truhe ist noch zu schwer, die kriege ich noch nicht auf. Akzeptiere ich. Aber die hier ist was für mich. So, dann gucken wir doch mal gerade. Ich habe 0 Assassinenpunkte. Ich habe ja auch noch nichts gemacht. So, was kann die hier? Eine Nomant-Truhe haben wir hier noch. Hier haben wir jetzt auf einmal wieder super viel Stuff. Boah, ich weiß ja gar nicht, was ich alles machen soll. Hier ist so viel, was man machen kann. Das hier ist auf jeden Fall noch interessant. Das wollen wir auf jeden Fall irgendwann mal machen. Und wir gehen einfach mal auf unserem Weg an der Truhe noch vorbei. Also, die Truhe nehmen wir mit und dann gehen wir mal zur Brücke ins andere Stadtgebiet.
merke, es dauert schon relativ... Oh. Ich bin gerade ein Kloß im Hals. Das dauert schon relativ lange, bis man hier mal durchkommt. Weil es gibt ja einfach viel zu viel zu entdecken. Und einfach durchrennen ist ja auch irgendwo Blödsinn. So, bring mich mal hier hoch, kletter mal hier rein. Weil stell dir mal vor, jetzt sind hier irgendwelche Leute drin, die hier wohnen. Dann kommt auf einmal irgend so ein Typ hier rein. Ja, ich geh mal in eure Truhe, nehme mir da ein paar Sachen raus und dann gehe ich wieder. Wie viel? 300 Franken. Ach du Kacke, das ist viel. Also 300 Franken liefere, ich sage mal Franken. Franken wahrscheinlich aus dem Französischen. Oh. Das machen wir nochmal. Das Ziel töten. Das sind meistens immer so Tötungsmissionen, muss ich feststellen. Ach nee, das gilt für jemand anderen, wa? Okay, ich hau ab. Wow, der hat mir noch meine mitgegeben. Das war jetzt nicht sehr Assassin-Style-mäßig, muss ich sagen. Hab's aber erfolgreich geschafft. Oh Gott, der ist schnell. Seid verwirrt, Gentlemen. So, einmal mitten durch den Tanz durch. So, und jetzt müssen wir uns verstecken können. Was? Der ist mir die ganze Zeit hinterhergerannt? Gar nicht. So, 3600 hiervon haben wir jetzt. Super. Das heißt, wir können dann ja erfolgreich noch zu der Kiste gehen. Dann nehmen wir die auf unserem netten Weg noch mit. Oh, da muss man wieder klettern. Ach, wenn du schon mal tot bist, gib mir dein Zeug. Ihr bringt sie ja nichts mehr. Munition. Munition wofür? Ich habe keine Waffe. Aber ich nehme dann Munition gerne, weil irgendwann werden wir mit Sicherheit auch ein Schießeisen bekommen. Und wir müssen einfach mal lernen, dass wir ein bisschen mehr sneaky gehen, weil wir setzen unsere ganze Ausrüstung auf das versteckte 350 Franken in der Truhe. Jetzt geht's aber ab hier. Also hier holen wir ja richtig Geld raus. So, wenn wir das schaffen. Ich drücke mal die falsche Taste, um nachzugucken. 3.900, das heißt, wir haben fast 4.000. Das heißt, uns fehlt jetzt noch 1.000, bis wir die 5.000 haben. Und wir erinnern uns, ne, die nächste Verbesserung... Boah, jetzt mach mich nicht schwach, Kollege. Die nächste Verbesserung vom Café Theatre erhalten wir mit 5.000. Oh, hier nur 100. Ja, das ist jetzt wieder enttäuschend, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier über die nette Brücke drüber. Die so gar nicht aussieht wie eine Brücke, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Hallo, Usha. So, wir brauchen ein bisschen mehr Sicht. Das heißt, wir müssen dahin. Den Dieb rammen. Gibt's ja gar nicht. So, Dieb gerammt. 4 von 10 Massenereignissen beendet. Das sind einige, die wir noch hinkriegen müssen. So, in 107 Meter, das heißt... hier unten, hier sieht schon wieder sehr... sehr unedel aus, wobei das Gebäude sieht dann doch schon wieder ein bisschen edel aus. Jo, hier läuft ja mal der richtig dicke Berserker rum. Gut, dann lass mich mal hier hoch. Damit wir hier oben einfach mal das Gebiet erkunden können. Was wir hier wieder so Schönes haben.
Gut, in welchem Stadtteil befinden wir uns eigentlich gerade? Das wüsste ich auch ganz gerne. So, weil wir sind ja jetzt sozusagen von diesem mittleren, ich nenne es jetzt einfach mal von Manhattan, sind wir jetzt weg, auch wenn es nicht Manhattan ist. Nee, jetzt geht da... Oh, das ist... Ja, 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 ja. Sieht aus wie das Rathaus. Und davor ist der Marktplatz. Das könnte wirklich das Rathaus sein. Auch wenn ich es nicht sicher sagen kann. So, gucken wir uns doch mal hier um. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Initiatstruhe hier. Ja, und ansonsten sieht das Gebiet relativ leer aus. Das sieht wirklich leer aus hier. Also hier ist nicht viel aktuell. Hier ist wirklich nicht viel. Das heißt, hier können wir eigentlich erstmal durchgehen. Eigentlich bin ich ja schon... Boah, hier sind super viele von den Sachen. Da ist noch eine Schriftrolle. Hier ist eine Schriftrolle. In dem Gebiet habe ich die Schriftrolle gemacht. Wir machen die Schriftrollen auch. Das ist super schwer. Aber wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Wir probieren es einfach mal. So, wir haben hier wieder Quest, den Boten töten, ohne entdeckt zu werden. Ich könnte es ja mal versuchen mit so einer Berserker-Klinge. Scheiße, erstmal daneben schießen. Aber ich habe es nicht mehr als Mission, ihn zu töten. Gut, deswegen kann mir jetzt erstmal prinzipiell egal sein, was die da machen. Ich war einfach zu langsam. Was, ist hier wieder ein Erschießungskomitee oder was? Oh nee, nicht schon wieder die Deppen. Bin ich hier etwa in einem... In was für einem Gebiet bin ich hier eigentlich? Okay, das Gebiet ist echt nicht einfach. Okay, meine Gegner hier sind deutlich schwerer, als ich sie aus den bisherigen Gebieten gewohnt bin. Oh je. 50 Credo-Punkte erhalten. Das ist gut. So, hier. Es läuft bereits eine Mission. Möchten Sie Ihre aktive Mission durch diese ersetzen? Was habe ich denn für eine aktive Mission? Ist die aktiv? Habe ich etwa die alte noch am Laufen gehabt, oder was? Jetzt ist die hier nämlich wieder da. Ich verstehe noch nicht so ganz. Okay, wir versuchen einfach mal das Ding hier
Das erste Rätsel lösen. Auf Karte ansehen. Hab ich X gedrückt? Ja, hab ich. Da. Nee, da ist einfach nur das Ding dazu. Das erste Rätsel lösen. Hä? Ich raff's jetzt echt nicht. Ich kann damit nochmal interagieren. Erhabene Herrscher deiner Fassade, Seen versteinert deine Hinrichtung zu. Eines Tages wirst du zittern und beben, wenn dein Innerstes ein Raub der Flammen wird. Das erste Rätsel lösen. Ich muss die Lupe wiederfinden. Verdammt. Scheiße. Ich hätte es gesagt, hier. Ich bin ein bisschen blind. Oder ich verstehe noch nicht so ganz, was ich machen muss. Hä? So, also wir haben jetzt... So, wir müssen jetzt einfach... Also wir müssen jetzt erstmal gucken. So, Fortschrittsanzeige, Coop, Pariser Geschichten, verschiedene. Boah, jetzt wird's aber hier... So. Nostradamus-Rätsel. Nachverfolgung beenden. Okay, wir sind aktuell dabei. Merkur. Okay, es sind ein paar Rätsel. Wir haben allerdings noch keins geschafft, muss ich gerade feststellen. Das heißt, das aktive Rätsel von vorhin haben wir abgebrochen. Ich hätte es gesagt hier. Weil wegen Hinrichtungen und so einem ganzen Quatsch, ne? Weil da habe ich ja gesehen, dass da Hinrichtungen stattfinden. So, wir könnten... kann ich irgendwie... Legende. Ah, dort hinten haben wir mysteriöse Mordfälle. Ach du meine Güte. Das heißt, diese Quest, die ich hier annehme... Die bringen mir ja so erstmal gar nichts. So. Das erste Rätsel lösen. Erhabene Herrscher deiner Fassade, Seen versteinert den Hinrichtungen zu. Eines Tages wirst du zittern und beben, wenn dein Innerstes ein Raub der Flammen wird. Okay, wir gehen jetzt einfach mal her. Und bewegen unseren Arsch nochmal dahin. Jetzt geh da runter. Mach nicht so rum. So, weil da sind nämlich Hinrichtungen gewesen. Scheiße. Hat wieder nicht funktioniert. Okay, wir müssen... Okay, also diese Folge, das interessiert mich definitiv noch, wie das hier mit diesen Rätseln funktioniert. So, wir machen erstmal das erste Rätsel hier. Ich kann nicht, solange ich... Interaktion während des Kampfes nicht möglich. Ich bin ein Mensch am Kämpfen. So, wir machen erstmal das... Ich führe Zerblätter flankiert von Justiz und Gesetz. Ich schlage... Wahr und gerecht, Stund um Stund, für Monarchen und Bauern gleichermaßen. Ich führe zwei Blätter, flankiert von Justiz und Gesetz. Ich führe zwei Blätter, flankiert von Justiz und Gesetz. Ich schlage
wahr und gerecht, Stund um Stund, für Monarchen und Bauern gleichermaßen. Das ist eigentlich, das müsste eigentlich tatsächlich ein Hinweis sein auf die Policia. Boah, das nervt mich jetzt gerade. So, kann ich mir denn irgendwie meine Bruderschaft, ich habe Datenbank, blablabla, das ist schon viel zu weit. Nachverfolgt, Sataranus. So. Geh jetzt so, lernen Sie mit der Kurbmission, aber das interessiert mich jetzt nicht. Neues Ziel, das erste Rätsel lösen. Ach. Aber wo krieg ich das jetzt her? Das erste Rätsel lösen. Leute, wenn ihr eine Idee habt, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. So. Ich glaube, wir gehen tatsächlich her. Weil ich halt echt keinen Peil habe, wo ich hier hin muss. Gucken wir gerade mal. Fortschrittsanzeige. Mysteriöse, oh, mysteriöse Mordfälle ist was Eigenes. Das heißt, wir haben da cool. Saturnus. Nachverfolgung beenden. B zurück Missionsdateis. Haben wir denn wieder irgendwo so eine Lupe jetzt? Nee, Lupen sind Mordfälle. Ah, der Mordfall war auch schon ganz lustig. Okay, wir machen einfach mal. Ich google da mal gerade. Das kann ja nicht sein, dass wir das nicht rausfinden. So. Assassin's Creed Unity. Rätsel Saturnus. Die Rätsel Jupiter. Okay, es gibt wohl super viele Rätsel. So, das Jupiter-Rätsel, das interessiert mich nicht. Jupiter. Das Saturnus-Rätsel. Der Ausgangspunkt für das Saturnus-Rätsel ist wieder auf der Ile de Lecito, und zwar auf der Uferpromenade nahe der östlichen Bahnhof. Das erste Rätsel, okay, hast du mal vorgelesen. Der Eckturm des Palais de Justice nahe der Ponte au Change hat an der Ostseite eine Uhr, an deren Ziffernblatt ihr das nächste Rätsels fündig werdet. Was? Der Eckturm des Palais de Justice. Okay, wo ist denn jetzt bitte? Palais de Justice. Okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal an dieses. Oh, wir können hier interagieren. Journal de Paris. Okay. Brauchen wir nicht. Beschließen. Okay, wir müssen hoch. Wir gehen hoch. Ich will mir das von oben mal angucken. Das hier ist also die Justiz, an der wir sind. Okay. Ja, Palast of Justice, ne? Klar. So, und offensichtlich war es früher in Frankreich so. Hinrichtungen waren da Tagesordnung. So, lass mich mal hier hoch. So, die Kirche haben wir dann gleich daneben dran.
Wir müssen jetzt eine Uhr finden, eine große Uhr. Dafür gehen wir einfach mal an eine deutlich erhöhte Position. Ist sie vielleicht hier hinten? Könnte ja an so vielen Stellen hier sein, das ist ja leider das Traurige. Ich sehe aber auch leider nichts. Okay, gucken wir nochmal über das erste Rätsel drüber. Der Eckturm des Palais de Justice nahe der Pont au Change hat an der Ostseite eine Uhr. Okay. Ecke. Palace de Peu, was ist das hier? Pont au Change, das heißt hier. Da müssen wir hin. Okay, also wir waren erstmal wieder komplett auf der falschen Seite. Dann gehen wir jetzt einmal über die Dächer rüber. Sperrgebiet betreten. Ja, ich bin schon die ganze Zeit im Sperrgebiet, deswegen laufen wir auch auf dem Dach. So, bam, 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 jump. Will ich hier hoch? Oh, scheiße, ich glaube, ich muss jetzt. So, hier mal wieder runter. Oh, man hört es auch. Die Glocken läuten. Gut, und hier muss jetzt irgendwo die Uhr hängen. Blatt. Zwei Blätter. Okay, gehen wir mal nach oben. Also es muss eindeutig an diesem Turm hier sein. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Boah, Arno, jetzt mach... Na super, jetzt bin ich oben und hier ist keine Uhr, ne? Hängt die Uhr vielleicht etwas weiter unten, sodass Leute sie noch lesen können? So, an einem Eckturm hat man gesagt. Okay, wir gehen mal herunter. Wir versuchen mal herunterzugehen. Er kommt ja nicht runter. Geh hier mal runter. Wir gucken uns das jetzt mal von unten an. So, aber... Da ist sie! Da ist ja die Uhr, die wir gesucht haben. Und mit ihr kann ich jetzt interagieren. Okay, die Rätsel sind schwer. Umrahmt von 24 Blütenblättern aus Licht wacht die Dame de Rose still wie ein Stein, über die Gläubigen unter ihr. Sieh zur Dame im Licht der untergehenden Sonne, sieh die Rose erblühen. Okay, das ist ein Rätsel. Oh shit. Das zweite Rätsel. Okay, da ist es. Mit den Blütenblättern ist das runde Buntglasfenster an der Westseite der Kathedrale gemeint. Also über dem Eingang zwischen den Statuen findet ihr das letzte Rätsel. Der Kathedrale? Lass mal ganz kurz lesen. Das letzte Rätsel. Die Dame der Rose ist die Notre Dame. Mit den Blütenblättern ist das runde Blut. Ah, Notre Dame. Wir müssen nach Notre Dame.
Wir machen einfach Schnellreise. Wir machen Schnellreise, habe ich gesagt. Schnellreise zu diesem Ort hier. So. Mit den Blütenblättern ist das runde Buntglasfenster an der Westseite der Kathedrale gemeint. Also über dem Eingang zwischen den Statuen findet ihr das letzte Rätsel. Oh, wir haben ein deutlich graueres Wetter. Wir müssen irgendwie nach oben wieder. Oh, das sollten wir knacken können. Oh, scheiße. Ich habe keinen Stift mehr. Oh, ich hab's geschafft. 250 Franken. Na, viel ist das jetzt aber auch nicht. So, lass mich hier mal nach oben. Das Buntglasfenster über dem Eingang. Das heißt, es müsste eigentlich irgendwo hier vorne sein. Da. Ist es das? Wir müssen es uns wahrscheinlich von außen angucken. Sonst wäre das Ganze ja viel zu einfach. Was los? Lass dich fallen, ich drücke B. Manchmal drückt man hier eine Taste und er macht nicht das, was man will. Notre Dame sieht so schäbig hier aus, das gibt's gar nicht. So, und gerade bin ich erstmal mega genervt, weil er absolut nicht dahin will, wo ich gerne hin würde. So, kletter hier jetzt nach oben. Und zwar Dalli. So, man muss die Taste erst 500 Mal drücken, bis der überhaupt macht. So. Bleib bei unserer Dame zwischen zwei fließenden Gewässern. Zähle für jedes Buch des Paten Teuch von der Rose zum Querschiff. 5 Bögen, 5 aufgerissene Augen, 5 Albträume. Der letzte sitzt über unserem Schatz, das Tor zur Unendlichkeit. Was heißt denn das jetzt? Schwerer Stoff, ich weiß. Hier mussten auch wir suchen. Klar ist, dass wir auf Notre Dame bleiben. An der Südflanke der Kathedrale findet ihr im Obergeschoss eine Reihe weiterer großer Buntglasfenster. Zwischen dem 4. und dem 5. findet ihr das Symbol und das Fragment auf dem Boden. Oh. Okay, ja, das geht jetzt. Da bin ich zufrieden. So, wir gehen wieder hinein. Ihr sagt ja, Notre Dame bleibt an der Südflanke. Was ist denn jetzt Westen? Was ist denn jetzt Süden? Und was ist im Norden? Egal, wir müssen erstmal auf die erste Empore, hat er gesagt. Die Südflanke. Kann es sein, dass es irgendwas hier hinten ist? Ach, ich weiß, glaube ich, wo. Da hinten war doch sowas. Hier irgendwo, ne? Nein. So, hier sind auf jeden Fall so Fenster. Gut, und hier haben wir aber offensichtlich nichts, ne? Ja, Süden ist gut, ne? Wenn das hier Norden ist, dann müsste es genau hier sein. Südflanke.
aber schon noch von innen. Von innen oder noch von außen? Oh, das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Ist das innen oder ist das außen? Gucken wir nochmal nach. Sauerstoff, ich weiß, hier mussten wir aus der Glasfassade von Notre Dame bleiben. An der Südflanke der Kathedrale findet ihr im Obergeschoss eine Reihe weiterer großer Buntglasfenster. Zwischen dem vierten und dem fünften findet ihr das Symbol und das Fragment auf dem Boden. Wir müssen also auch ein Symbol finden. Okay, wir gehen auch einfach mal nach draußen. Fertig. Wir gucken draußen. So, weil das interessiert mich jetzt wirklich sehr, ob wir nicht hier das nicht einfach finden können. Hier sieht es nicht so aus. Ah, okay, komm, wir müssen wieder rein. Komm, da können wir rein. Ich kann hier nicht rein. Okay. Wir müssen hier rein. Aber wir müssen auch irgendwo das Symbol finden, ne? Eieiei. Das ist jetzt alles andere als einfach, muss ich ja feststellen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind auf jeden Fall 5 Fenster. Frage ist nur, von welcher Seite aus wird angefangen zu zählen? Das heißt, da müsste es eigentlich ja dann von der Seite aus hier sein. Da ist es aber nicht. Das heißt, wir gehen auch nochmal außen gucken. Ob wir hier draußen irgendwas haben, weil das sind 1, 2, 3, 4. So, und hier ist auf jeden Fall auch das Symbol nicht. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, das hier wird es nicht sein. Hier sind auch nochmal so Buntglasfenster. Aber auch hier finde ich von außen zumindest mal kein Symbol. Gehen wir mal reingucken. Hier ist nicht das, was ich suche. Okay, gucken wir uns das Ganze von hier nochmal an. Aber auch hier finde ich nicht das, was ich suche. Und hier 1, 2, 3. 5, 6, hier sind auf jeden Fall noch 6. Okay, wir wissen auf jeden Fall, für die Zukunft lassen wir diese Rätsel bleiben, weil die sind halt einfach endschwer. Gut, Leute. Ich schaff's auf jeden Fall nicht. Oh, was ist das hier unten auf dem Boden? So, ich muss mal ganz kurz gucken. So, Unity, Saturnus, Saturnus-Rädel, Bilder. Was? Wo ist das? Okay, wir müssen auf jeden Fall nach draußen. So viel habe ich gerade herausgefunden. Nach draußen müssen wir kommen. Gib mir einen Ausweg. War er da oben? Nein.
So, wir brauchen flachen Boden. Nein, wir müssen noch höher. Wir müssen noch höher, Leute. Okay. Und wir sind... Da. Da ist es. Ich habe ein Esser gefunden. Das war ja kacke. Weil Spaß hat das keinen gemacht. Gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Euer Alison Burger. Arrivederci. Ciao.